Führung der SPD und nicht zuletzt jetzt durch diese Pressemitteilung vom Herrn Koch hat, geht in einer Art und Weise mit langjährigen verdienten Mitgliedern um, die nicht meine ist. Es gibt kein Zurück mehr zur Regensburger SPD. Aber das ist typisch für ihn. Das ist das sich überhöhen über andere Menschen. Das kennzeichnet diese Person. Ich sage es nochmal, ich mache das deutlich auch daran, wie er mit seinem Amtsvorgänger umgegangen ist und Gerichtsurteile kommentiert oder missachtet hat. Und insofern, wissen Sie, wer kennt den Herrn Koch? So, und wenn der sich in dieser Weise disqualifizieren möchte, dann soll er das tun. Ich hab damit kein Problem, jeder weiß ja, von wem es kommt. Und ja, jeder weiß, also wer der Meinung ist, dass ich einen Personenkult betreibe, der soll sich einfach nicht mit mir einlassen. Es ist relativ einfach. Und wie gesagt, mit Leuten, die dümmlich sich über andere stellen, mit denen sollte man sich nicht so lange beschäftigen. Daran merkt man auch die Missachtung gegenüber Bürgern. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, das ist auch kein Unterstützerkreis. Das sind im Kern Menschen, die meine Politik in den 2,5 Jahren meiner Amtszeit und in den 6 Jahren als Bürgermeister gut fanden. Und die gerne möchten, dass diese Art von Politik weitergeht. Keiner dieser Personen hält mich im Übrigen für unschuldig, sondern alle wissen nicht, ob ich schuldig bin oder nicht. Die stehen also nicht für eine Person, sondern sie stehen für einen bestimmten Stil und ein Klima in dieser Stadt. Aber es gibt, und das ist insgesamt das Problem von Parteien, und von Parteien, die am Boden liegen, wie der SPD ganz besonders, dass man sich dann überhöht, so nach dem Motto, wir wissen's, nur die Menschen sind zu blöd. Und das ist bei dem Herrn Koch und bei anderen besonders ausgeprägt. Genau, dann hat man mich gebeten, nach meiner Haft den Platz freizumachen und all das habe ich getan, um Schaden von der Partei abzuwenden. Ich wurde gebeten, diese Positionen zu räumen. Das habe ich getan. Heute weiß ich, dass es ein Fehler war, weil das zur Folge hatte, dass Menschen in dieser Partei Führungspositionen übernommen haben, die sich wenig mit den Lebenswirklichkeiten ihrer Mitbürger beschäftigen, sondern mehr mit sich selber und innerparteilichen Strukturen. Aber ich bin den Schritt gegangen, weil ich Schaden von der Partei abwenden wollte. Ich wurde darum gebeten und ich habe den Schritt vollzogen. Wenn das die Rechtsstaatsauffassung eines Sozialdemokraten ist, dann verrät dieser Funktionsträger den politischen Wert der Rechtsstaatlichkeit. Das lässt tief blicken. Wenn wir in einem Land leben, in dem nicht mehr entweder Gerichte oder Wähler über Eignung und Zulässigkeit entscheiden, das sind ja die Souveräne, in dem einen Fall juristisch und in dem anderen Fall
sozusagen im Sinne von Vertrauen und von wem will man regiert werden. Und der Herr Koch bringt damit zum Ausdruck, was das Problem von Parteien im Augenblick ist. Man spricht Gerichten die Eignung ab, gerechte Urteile zu fällen, und man spricht den Wählern die Fähigkeit ab, sich ihr eigenes Personal zu suchen. Und um das klar zu sagen, solche Menschen haben in der Politik nichts verloren. Das ist wenigstens meine Auffassung. Und also ich kann dem Herrn Koch nur dringend raten, wenn das eine Einstellung ist, dann muss er Konsequenzen daraus ziehen und die SPD muss sich von ihm verabschieden. Jemanden, der sich so über Wähler und über Gerichte stellt, der ist untragbar für eine Volkspartei.